Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Red Rage Gaming Crew Channel. Wir sind heute hier einfach mal am Start in Euro Truck Simulator, was ich ja bislang immer in VR gespielt habe. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal ein paar schöne Dinge, an denen ich, glaube ich, die letzte Zeit mit verbracht. Da habe ich ein bisschen dran gearbeitet. Erstmal können wir uns hier ein bisschen umschauen. Wir haben hier Sissels Kabinen-Accessoires, aber das ist relativ unwichtig, denn viel wichtiger als was hier im Truck ist, ist, wo wir sind. Wir sind nämlich, ich zeige euch das mal auf der Karte, wir sind gerade auf Rhodos, griechische Insel, hier Rhodos, Lindos, schöne Tour. Ich fahre auch gleich noch ein Stückchen, um euch das mal zu zeigen, aber viel lustiger ist, dass wir noch ganz, ganz woanders hinfahren können, wenn wir Lust haben. Tatsächlich habe ich nämlich die letzte Zeit damit verbracht, sage und schreibe, um die 157 Mods zu installieren, um das Spiel auf den Stand zu bringen, den es jetzt hat. Das ist quasi so eine große Mega-Map-Fusion aus verschiedensten Erweiterungen. Pro-Mods ist mit dabei und ich spiele die Spielversion 1.46, weil es da mehr Mods für gibt. Und ich zeige euch das mal hier kurz. Also wir könnten... Die Karte ist, ich bin im maximalen Rauszoom-Level gerade. Die Karte ist gigantisch. Wir könnten theoretisch, hier oben haben wir noch so einen kleinen Anzeigebug. Das hier sollte eigentlich Grönland sein. Wir können aber zumindest hier, was Fähren angeht, hier hinfahren. Das geht. Da gibt es auch eine Tankstelle, beziehungsweise auf Grönland. Wir haben aber auch hier oben, was ist das hier? Longyearbyen oder einfach Reykjavik, Island. Könnten wir auch mal hinfahren. Ganz abgefahren. Und natürlich hier oben Finnland, Schweden, Norwegen, Südirland ist normalerweise auch nicht mit drin, Nordirland ist mit drin, Schottland haben wir, England, die Standardsachen hier, Frankreich, Paris und so weiter und so fort. Aber dann geht es hier unten auch runter, schön bei Port Tangier, einmal über die Straße rüber. Ich bin auch schon mal runtergefahren, das ist auch ganz nett gemacht hier. Und ihr könnt bis nach Rabat fahren, bis nach Marokko. Hier unten haben wir noch Westafrika, so ein kleines Add-on irgendwie installiert. Da war ich auch noch nicht. Dann haben wir noch so Mittelafrika, hier so ein etwas größeres Add-on. Medina haben wir hier. Hier unten gibt es auch noch mal Westafrika, das gehört auch mit dazu. Bei Tamale und Kumasi. Und hier den ganzen Ausschnitt bis nach Malabo könnte man runterfahren. Das sind so kleine stellenweise Mods, die tatsächlich aber ganz nett sind. Dann Mogadischu haben wir drin. Dann hier unten, was haben wir hier? Saudi-Arabische Halbinsel, Medina. Ja, das ist jetzt alles nicht, sieht nicht so viel aus, aber es sind lange Strecken. Hurghada könnt ihr hier schön fahren in Ägypten, Sharm el-Sheikh. Das geht alles. Und hier auch relativ detailliert tatsächlich. Jerusalem, Rotes Meer, die ganze Ecke. Das ist das Jordanien, Syrien und hier auch Irak. Ihr könnt richtig weit fahren. Das ist schon eine coole Sache, was hier alles abgeht. Auch Zypern. Aber wir sind ja immer noch nicht fertig, denn wie gesagt, 156 Mods, das braucht beim ersten Mal laden auch ein bisschen, um diese Karte zu generieren. Ich schätze mal, ich habe so locker 10 Minuten, 15 Minuten vorm Rechner gehangen, trotz dem Startparameter. Wir haben hier Türkei mit dabei, wir haben komplett Rumänien alles reworked, wir haben einen Teil von Griechenland. Schade finde ich, dass hier unten die Ecke von Griechenland anscheinend noch keinen Mod erfahren hat, der hier in der Combo geht. Das ist ein bisschen schade. Ich habe das tatsächlich in einem Forum mir eine Anleitung gezogen, wie man was in welcher Reihenfolge installieren muss. Und da die Anleitung, ich glaube, die war aus dem ProMods-Forum. Die packe ich euch unten, den Link dazu, den packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Den findet ihr unten drunter. Tatsächlich gucken wir hier mal weiter. Wir können ja hier noch viel weiterfahren. Wir können ja auch, wenn wir völlig verrückt sind, hier eine Runde bis Russland. Hier oben gibt es noch russische Inseln. Da war ich auch noch nicht irgendwie. Das ist richtig, richtig strange. Wundert euch nicht über die Weltkarte, die ist so ein bisschen gebogen, das liegt an der Projektion im Spiel, das macht aber nichts, damit kommen wir erstmal klar, wenn wir grob wissen, wo wir sind. Wir haben hier unten auch Baku, könnt ihr hinfahren, Aschgabat könnt ihr hinfahren, Aral, das ist richtig abgefahren, bis nach Bischkek könnt ihr hier hoch. Also da gibt es tatsächlich relativ lange Strecken, die man hier abfahren kann und da kann man auch richtig Spaß mit haben. Und wir sind immer noch nicht fertig, wir haben hier unten Indonesien, die ganze Ecke, das ist richtig krass. Die Jungs haben richtig Gas gegeben. Da könnt ihr hier richtig, richtig um die Welt fahren. Hier unten auch nochmal Jakarta. Könnte man auch hinfahren. Gibt überall Fährverbindungen hin, das ist ganz witzig. Also ihr könnt hier saulange Tour machen. Semartan. Und ja, die Kartenqualität ist nicht bei jedem Mod top-notch, muss man einfach sagen. Die schwanken manchmal ein bisschen, aber die meisten, gerade Mazedonien Rework, habe ich mir irgendwie heute noch reingepfiffen auf dem Weg nach Griechenland. Und da muss ich einfach sagen, das ist einfach geil. So, die Qualität stimmt.
Und ja, wir könnten auch, wenn wir Bock hätten, nach Nordkorea fahren. Pyongyang, aber auch Seoul in Südkorea, Kaesong ist mit drin, Dandong, Dalian. Also wer Lust drauf hat, tatsächlich hier chinesische Stadt, ne? Kann man richtig sich austoben auf der Map. Die ist wahnsinnig groß. Ich habe auch gesehen, es gibt auch einen Japan-Map-Mod. Den habe ich aber tatsächlich noch nicht in der Kombi gesehen, dass man den machbar, funktionierbar machen kann mit den anderen Mods, weil die Übergänge an den Grenzen, die müssen ja immer funktionieren. Dafür gibt es so viele Fixes. Deswegen ist die Mod-Liste auch so lang. Ich mache euch am Ende des Videos, zeige ich euch nochmal die Mod-Liste. Ich würde sagen, wir machen das erstmal ganz entspannt. Und ich habe erst 1,7% der Karte jetzt erkundet, weil die auch jetzt gigantisch ist. Wir fahren jetzt erstmal einmal die Strecke Rhodos-Lindos. Was haltet ihr davon? Da würde ich mal einfach sagen, wir steigen hier ein in den Truck und schauen uns mal die generelle Qualität vom Rhodos-Mod an. Die habe ich nämlich tatsächlich selber so noch nicht überprüft. Und da kann man dann auch mal ganz entspannt sehen, ach, ich muss noch die Route einstellen. Also tatsächlich war ich letztes Jahr in Rhodos und Lindos. Von daher kann ich da ein bisschen was beurteilen. Und ich fahre mal gerne hier an Orte, an denen ich schon mal war. Rechts halten. Da haben wir mal einen guten Vergleich, wie es dann ausschaut. Biege nach rechts ab. So. Ich habe meine Navi-Stimme hier noch nicht umgestellt, witzigerweise. Beim links abbiegen. American Truck Simulator habe ich ja schon die amerikanische Stimme, die deutsche Stimme drin. Biege nach Maps. Links ab. Und hier haben wir diese manische Standardfrau drin. Also Rhodos habe ich, Stadt habe ich selber ein bisschen größer in Erinnerung. Gerade auch mit der Altstadt. Weiß ich nicht. So, Umgebung. Ich muss mir das mal einmal extern angucken. Hier, warte mal. Machen wir mal ein bisschen langsam und schauen uns das mal an. Ja, nee, Rhodos sieht in echt ein bisschen anders aus. Bisschen mehr Altstadt. Bisschen netter alles. Aber macht nichts. Faliraki, da war ich schon. Das ist interessant. Also da gibt es ja diese schöne, Valiraki ist ja so ein Badeurlaubsort, da kann man schön am Strand liegen. Und direkt daneben ist tatsächlich auch noch die Thermen von Kalithea, kann ich auch sehr empfehlen. Schöne Ecke, sieht ein bisschen aus wie bei Herr der Ringe da drin, abgefahren. Bisschen elbische Architektur, alles in Weiß gehalten mit so schönen Bögen und viel Grün. Und einfach epische Gärten. So, aber jetzt bin ich mal gespannt. Lindos ist nämlich hier so ein Markenzeichen von Rhodos. Lindos ist absolut überrannt von Touristen. Ich war selber einmal vor Ort, bin aber tatsächlich nicht durch die Straßen gegangen, weil mir das zu voll war. Das war so crazy, was da alles abging. Verrückt. Das richtig, ja, fand das am Schwenkmast, wie man hier sagen würde im Pott. Es sind so viele Touristen, da kannst du selber gar nicht mehr sehen, wo du überhaupt hinläufst. Das macht keinen Spaß. Von daher, das war mir persönlich auch so voll. Aber wir wollen jetzt mal abchecken, wie hier die Route aussieht. Deswegen, ich fahre hier für euch extra zweite Ausfahrt nehmen. Und wir fahren mal ein bisschen illegal hier. Muss auch mal sein. Das Video soll ja nicht super lang werden, aber zumindest ein bisschen informativ mal zeigen, was wir hier haben. Erster Aufenthalt in Lindos. So, in Lindos eigentlich wie folgt. Wir hätten hier ein großes Gebirge. Der Weg dahin wäre eigentlich auch super hügelig. Mit Bergpässen und allem Zum und Zap. Das hat mir persönlich sehr gefehlt. Und wir hätten an so einem Berg rechtzeitig an der Bergflanke eine weiße Stadt, die man dann befahren und begehen kann. Und der Weg darunter ist ziemlich krass. Da geht es nämlich steil bergunter, es ist fast einspurig, also anderthalbspurig und es kommt Gegenverkehr. Das macht Spaß. Von daher, schade. Ja, hier gibt es nicht so viel zu sehen, aber ich muss sagen, Mazedonien, sehr schöne Ecke, bin ich einmal hergefahren. Das war richtig gut gemacht. Muss ich schon sagen, Respekt an die Leute, die es gemacht haben. Hier ist auch noch Polen reworked mit drin, hier ist noch Frankreich reworked. Also alles so ein bisschen aufgearbeitet, aufgehübscht, die Maps. Italien ist auch noch mit drin in der überarbeiteten Version. Und tatsächlich, ich könnte jetzt mal eben schnell eine Schnellreise machen. Komm, Leute, warum, was soll der Geiz? Wir haben es ja. Unsere Spedition fährt ja schön für uns. Wir können mal hier nach Neapel eine Runde. Denn tatsächlich, die Spots, die überarbeitet worden sind, die sind so schön detailliert. Das ist der Hammer. Wenn man es hier schon sieht in den Vorschaubildern, der Knaller. Und Ladezeiten gehen. Wenn es einmal alles geladen hat, dann ist völlig okay. Das erste Mal starten spielst, das dauert halt. Weil da seid ihr tatsächlich darauf angewiesen, dass das Spiel einmal die Kartendaten neu aktualisiert. Und das dauert bei der Größe der Karte einfach tierisch. Ist okay. Kann ich erstmal mit leben. Denn das hier macht Spaß. Ist einfach geil. Und im Endeffekt, wir können die halbe Welt befahren. Ich hoffe, es kommt in Zukunft noch mehr dazu. Und das sind alles Fanprojekte. Und ihr braucht für diese Mods nichts zahlen, abgesehen von Pro-Mods, wenn ihr dann schnell einen Download wollt.
Auch bei den anderen gibt es auch Optionen für einen schnellen Download und Bezahloptionen natürlich, klar. Zum Beispiel habe ich jetzt was an den Raw Extended, den Rumänien Extended Mod gespendet, weil ich es cool fand, dass die Jungs einmal ums ganze Schwarze Meer rum die Karte gemacht haben, plus Türkei und richtig viel Arbeit und das in einer Heidenqualität, wo ich mir echt gedacht habe, okay Leute, dafür kriegt er von uns mal ein bisschen Kohle. Von mir privat. Das hat jetzt noch nicht mal was mit dem Channel zu tun. Ich fand es einfach nett, das zu unterstützen. Das war Manöver. Sorry. Ich habe mir nur gerade so ganz spontan gedacht, weißt du was, warum fahre ich denn durch den Tunnel, weil ich doch oben drauf fahren kann? Haben wir doch vielleicht eine bessere Aussicht. Aber ihr seht schon hier, die Landschaft in Italien, astrein, wird von Ecke zu Ecke nur schöner. Hier sehen wir es. Und halt echte Marken mit drin und es sieht alles einfach mal einen Tacken schicker aus. Das ist auch genau dasselbe in Düsseldorf und Dortmund zum Beispiel. Da wurden halt durch den Promods Europa-Mod wurden da Texturen ordentlich ausgetauscht, aufpoliert. Promods ist ein alter Hut, das kennt man. Aber in der Kombination hier mit den ganzen Mods kannte ich es noch nicht. Fand ich ganz lustig. Ich muss mal eben einmal kurz hier ins Menü gehen und zeige euch dann mal die Mods, die ich installiert habe. Das ist nämlich jetzt hier nämlich tatsächlich mal eine Art von Video, wie ich sie sonst noch nie gemacht habe, ungeschnitten, und wir sind einfach hier im Red Rage Studio und ich probiere es live einfach direkt für euch aus. Ohne groß schnacken, ohne Intro, Vollgas. Gehen wir einfach rein. Deswegen, wenn es heute ein bisschen länger ist, es sind keine Schnitte drin. So ist das halt. So, und ihr seht jetzt hier am Start haben wir über 150 Mods. Das sind so ein paar Grafikdinger, die ich reingeknallt habe, weil ich sie schön fand. Realistische Lichter und so weiter und so fort. Das ist alles mein Kram, das habe ich mir selber zusammengesucht. Genau wie die Advertisement und so weiter. Wo es interessant wird, als erstes braucht man eine Fullscreen World Map und die Worlds Combined Background Map. Recht wichtig, mit der anderen von ProMods, da braucht man nochmal einen extra Fix, sonst stürzt es ab und da lief es bei mir nicht richtig, da war die Karte verzerrt. So mit der, das passt, da komme ich klar. Die sieht auch schön aus. Die ist nicht so grau in grau wie die Originale. So, wir haben hier ProMods Trailer Paket und so ein Kram, das haben wir alles drin, das ist klar. Weil es halt dazu gehört. Aber dann haben wir hier tatsächlich, ich gehe jetzt nicht alle einzeln durch, ich packe euch die Liste unten rein, aber wir haben hier tatsächlich sehr viele drin. Loading Screen Mod, Scale Hack Disable, dass da ein paar Wagen funktionieren, manche in Irland, schwedische Inseln, Paris nochmal komplett neu, Kaukasus drin, Maghreb. Hier ist der Raw Extended Mod, hier ist auch nochmal Raw Extended, krasse Sache, Balearische Inseln sind mit drin. Iberia nochmal neu überarbeitet, Norwich, Emden, André, an dich, ich habe Emden jetzt drin als ProMods Add-on, das war ja vorher nicht drin, ich finde es geil, dass irgendjemand einfach einen Emden-Mod gemacht hat, den musste ich auch installieren, der ist auch schön in der offiziellen Liste drin. Ja, Grönland, weiß ich auch noch nicht, warum das noch nicht so ganz funktioniert, ProMods ist auf jeden Fall drin, hier Roads Ferry Fix braucht man dann, damit diese Verbindung zwischen einzelnen Paketen funktioniert, gibt es so Fixes. Weißrussland, Sibirien, die russische Karte, Italien neu, Finnmark, Südfrankreich neu gebaut, Lettland neu gebaut, Bulgarien, Polen, Maghreb, da ist wirklich alles mit dran. ProMods Europa, ProMods Mittelosten, Israel, Libanon, dass die Grenzen offen sind, Korfu, die griechischen Inseln, hier, das ist Wahnsinn, Valencia, Road to Asia, das ist die ganze Geschichte unten da in Richtung Asien runter, die Volga-Map, Road to Aral, die große Steppe von ProMods, auch sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Ja, Sibir Map, Java Road, Afrika Extended, dann haben wir PJ Indo Map und Southeast Asia und Afrika Extended. Und das Ganze beläuft sich dann tatsächlich einfach mal auf so ein Standard, auf eine Standardmod-Anzahl von 156 aktivierten Mods. Aber es läuft. Was soll ich sagen? Es ist halt schön. Leute, und wenn euch das gefallen hat, sage ich jetzt mal Tschüss für heute. Ich fahre hier noch ein bisschen durch die Weltgeschichte und hoffe, ihr habt Spaß mit diesem kleinen Tutorial oder dieser Übersicht von interessanten Map-Mods, die es gibt. Und ja, kann eigentlich nur sagen, klickt doch mal da oben auf Abo und da unten auf mehr Videos. Und ja, bis denn, euer Dan. Tschüss.